Oh ja, die Welt hat es gebraucht, die Welt hat es wirklich gebraucht, die Welt hat es sowas von gebraucht. Vor einigen Monaten habe ich ja darüber gesprochen, dass... Fuji kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Fuji kann machen, weil sie super, super toll, toll ist. Gut, gut, ich rege mich gerade wieder ein bisschen, aber ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Das sieht man wahrscheinlich auch an meinem breiten Grinsen, denn Fuji hat eine neue Kamera registriert. Und auf diese Kamera warten wir schon einige Monate, vielleicht auch schon man weiß es noch nicht so genau. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Der springende Punkt dabei ist einfach, wir wissen alle, wenn Kameras gerade frisch registriert worden sind, dauert es natürlich noch ein paar Wochen, ein paar Monate, bis dann die Präsentation erfolgt, beziehungsweise dann auch klargestellt wird, da ist die Kamera, die du demnächst in deinen Händen hältst. Und ja, auch hier wird es wahrscheinlich ein ähnlicher Fall sein, aber es dauert nicht mehr lange bis zur Fotokina 2018. Es könnte also auch bedeuten, dass Ende September diese Kamera ein großes Thema sein wird und wir vielleicht auch schon so ein, zwei Blicke darauf werfen könnten. Die Betonung liegt auf könnte. Und jetzt, um welche Kamera dreht es sich? Ja, es dreht sich um die Fuji X-T3, auf die wir schon ein bisschen länger warten. Diese wurde jetzt vor kurzem von Fuji registriert unter der Bezeichnung FF180003, was wiederum auch gleich daraus schließen lässt, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit in China produziert wird. Das heißt also Made in China bei Fuji. Ja, und jetzt könntest du dir so denken, aber wenn ich eine teure Kamera haben will, dann soll die doch nicht unbedingt aus China kommen. Naja, also es gibt ja in der heutigen Zeit auch diverse Produkte, die auch aus China wunderbar von höchster Qualität sprechen. Also es gibt nicht nur diesen China-Schrott, es gibt auch höchste Qualität aus China. Von daher kann das eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Und wenn man dann noch kurz darüber nachdenkt, dass es eigentlich ein weiteres Upgrade einer X-T2 sein wird, ohne dabei die X-H1 zu übertreffen. Heißt also, es werden so ein, zwei Sachen fehlen, die in der X-H1 sind. Aber darüber hinaus wird es ein, zwei Sachen mehr geben, die es nicht in der X-T2 gibt. Können wir uns doch auf einen wunderbaren Nachfolger freuen. Oh, Fuji, ich glaube, ihr macht wieder alles, alles richtig. Aber so richtig, richtig. Okay, also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall unsere Strategie ändern, weil es kann nicht sein, dass wir nur auf den Microsoft-Geräten Vollversionen haben und auf den iOS- und Android-Geräten gibt es keine Vollversion unserer Produkte. Das funktioniert so nicht. Die Fotografen werden ja ziemlich hart abgestraft, wenn es um iPads beispielsweise geht. Denn dort gibt es natürlich von Adobe viele Programme wie Photoshop, Express und so weiter und so fort. Aber die wurden exklusiv für mobile Endgeräte entwickelt und haben dadurch weniger Funktionen beispielsweise als die Photoshop CC Vollversion, die man auf den Desktop-Rechnern in aller Welt benutzen kann. Ja. Nun wird anscheinend die Strategie komplett überarbeitet, um noch mehr Menschen von den Adobe-Programmen zu begeistern, beziehungsweise um noch mehr Menschen Geld aus der Tasche zu leihen. Denn sie haben jetzt angekündigt, dass es spätestens 2019 Photoshop in der Vollversion für dein iPad zur Verfügung stehen wird. Das Ganze wird dieses Jahr schon im Oktober präsentiert, sodass du dir schon die Finger wund lecken kannst und nicht abwarten kannst wahrscheinlich, bis die Vollversion dann auch für dein iPad draußen ist. Das heißt also, du bekommst diese Photoshop-Version im vollen Umfang, kannst sie nicht nur mit deinem Finger bedienen, nein, du kannst auch einen Apple Pencil benutzen oder wie das Ding auch immer heißen mag, denn Apple verkauft ja alles extra, nicht zu vergessen, ne? Die Android-Jünger müssen sich wohl leider Gottes noch länger hinten anstellen, bis es vielleicht auf den Android-Tablets dann auch eine Photoshop-Vollversion gibt. Außer ich bin gerade nicht richtig informiert und es gibt vielleicht doch schon eine Vollversion von Photoshop. Aber nee, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, glaube ich nicht. Du kannst mich berichtigen, ich glaube aber gerade nicht. Aber es ist ein großes, großes Glücksgefühl wahrscheinlich für viele iPad-User und Fotografen gleichzeitig. Oh, wir können also Photoshop-Vollversion auch auf unserem iPad nutzen. Das wird das nächste große Ding sein. Endlich auch mobil alles machen, ohne halt ein MacBook oder sowas mitzuschleppen. Oh ja, die Welt hat es gebraucht, die Welt hat es wirklich gebraucht, die Welt hat es sowas von gebraucht. Vor einigen Monaten habe ich ja darüber gesprochen, dass Canon gerüchterweise an einem Fingerabdrucksensor für Kameras arbeitet. Und Nikon hat sich jetzt anscheinend gedacht,
Also das, was die können, das können wir auch. Und wir machen einfach nochmal ein Feature extra mit rein. So, dass du als Fotograf deiner Community, deinen Kollegen, deinen Betrachtern, deiner Fotos gleich aufzeigen kannst, welche Emotion du bei einem Foto, welches du geschossen hast, hattest. Bedeutet also, wenn ich auf dem Festival stehe und ich mache ein Foto von meiner Lieblingsband, von meinem Lieblings-DJ, dann sagt das Foto sofort aus, ich war total happy. Wie das Ganze funktioniert? Ja, also auf der Rückseite wird höchstwahrscheinlich ein Fingerabdrucksensor eingebaut. Dieser kann dann deinen Daumen scannen. Dort werden Blutdruck, Körpertemperatur und viele andere Dinge wahrscheinlich eingespeist. Und dann auf deinem Foto, nicht etwa vielleicht in deinen Exif-Daten, nein, direkt auf deinem Foto höchstwahrscheinlich, wird dann ein Smiley auftauchen, der dann aussagt, ha, ich war glücklich oder ha, ich habe gerade keinen Bock mehr gehabt, weil ich so betrunken bin. Ja, aber braucht die Welt etwa einen Emotionsfingerabdrucksensor, damit der Betrachter am Ende weiß, welche Emotionen ich beim Abdrücken auslösen der Kamera hatte? Ich meine, der springende Punkt ist doch, ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Bild nicht zu überzeugen weiß, beziehungsweise wenn mein Bild keine Emotionen für den Betrachter anregt, ja, dann habe ich wahrscheinlich als Fotograf irgendwas verkehrt gemacht. Aber vielleicht bin ich auch voll auf dem Holzweg und Nikon weiß auf jeden Fall, was sie damit anstellen wollen und was das Ganze am Ende bringen soll und ob man das wirklich in Kameras verbauen muss. Ich glaube, für die jüngere Generation ist das irgendwie so eine Spielerei, auf die total das große Abfahren dann abläuft. Aber, also für mich, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Was ist mit dir? Oh ja, oh ja, oh ja, da habe ich wohl ein bisschen viel gequatscht, würde ich sagen. Aber man muss auch dazu sagen, dieses letzte Thema, da frage ich mich jetzt immer noch, was genau will Nikon damit eigentlich bezwecken? Denn ich weiß es nicht wirklich. Aber vielleicht weißt du es ja und kannst es mir unten in den Kommentaren aufschlüsseln. Sollte dir diese Fotos gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Da gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.